Ich bin, Sie haben es gehört, jetzt gerade hier in Bremen, in meiner Heimatstadt, unweit des Weserstadions, 400 Meter entfernt, falls das jemand interessiert. Es hat sich eine Menge verändert im halben Jahr, im vergangenen halben Jahr und darüber hinaus. Und ich halte das für wichtig, auf die Entwicklungen des vergangenen halben Jahres kurz einzugehen, aber ganz besonders auf Entwicklungen, die uns im Prinzip seit vielen, vielen Jahren begleiten und möglicherweise häufig nicht in Rechnung gestellt werden, nicht diskutiert werden, nicht reflektiert werden. Dazu aber gleich mehr. Ich werde Ihnen gleich kurz erläutern, was ich mir so für den Vortrag heute vorgenommen habe. Aber nochmal kurz ergänzend zu meiner Person. Es ist alles richtig, was Sie gesagt haben. Es ist mir in der Tat wichtig, auch zu sagen, dass ich mehrere Jahre, also nach meinem Studium und auch während des Studiums in der Kinder- und Jugendarbeit tätig war, auch in Bremen, bei der Arbeiterwohlfahrt und auch bei der Bremischen Evangelischen Kirche. Also habe ein Jugendzentrum geleitet und war in der Jugendbildungsarbeit tätig, habe dann nebenbei promoviert, bis ich dann meine erste Professur bekommen habe in Darmstadt. Und jetzt zuletzt war ich in Hamburg. Habe dort ein Studium in sozialer Arbeit, allerdings an einer privaten Hochschule mit aufgebaut. Und dann hatte ich vor 3 Jahren, das war eigentlich ein riesengroßer Zufall, die Möglichkeit, das Angebot in Wilhelmshaven an der Nordsee einen dualen Studiengang soziale Arbeit mit aufzubauen. Und das Besondere an diesem Studiengang soziale Arbeit ist eben, dass er dual ist. Das heißt, dass dort wir einen Studiengang entwickelt haben, von dem ich glaube, ich will nicht sagen, dass er seinesgleichen sucht, aber der in der Tat sich zum Ziel gesetzt hat, diese Dualität ernst zu nehmen. Das heißt, eine enge Verzahnung von Theorie, Wissenschaft und Praxis. Und was Besonderes ist an diesem Studiengang, wir haben ein Profil entwickelt. Und zwar ist unser fachwissenschaftlicher Rahmen orientiert an einem kritisch-reflexiven Wissenschaftsverständnis. Das heißt, wir bieten dort im Prinzip einen Studiengang kritische soziale Arbeit an. Und das hat mich dann dazu bewogen, von Hamburg nach Wilhelmshaven zu wechseln. Und wir haben jetzt mittlerweile 150 Studierende, haben jetzt im vergangenen Monat die erste Kohorte, den ersten Jahrgang, Bachelor-Jahrgang verabschiedet nach 3 Jahren. Und muss nach wie vor sagen, dass so meine Einschätzung die ist, dass es sich dabei um ein Ausbildungs- oder Studienmodell handelt, das ich mir eigentlich an so ziemlich allen Hochschulen oder Studiengängen der sozialen Arbeit wünschte. Aber dazu vielleicht später mehr in der Diskussion. Ich möchte Ihnen ganz kurz sagen, was so auf Sie vielleicht zukommt. Ja, ich weiß, es ist eine Veranstaltung, zu der ich eingeladen bin, die insbesondere auch den Blick auf die Kinder- und Jugendarbeit hat. Übrigens ein Arbeitsfeld, von dem ich sage, das ist häufig vollkommen unterschätzt und dessen Bedeutung wird eigentlich gar nicht richtig gewürdigt in Deutschland. Ich weiß, es geht vor allen Dingen auch um die Frage der Politisierung und das ist im Prinzip auch so eines der Themen, von dem ich sage, es ist vollkommen unterbelichtet im Bereich der sozialen Arbeit und das betrifft insbesondere auch die Studiengänge der sozialen Arbeit. Dazu werde ich mich nachher auch noch kurz äußern. Ich möchte aber jetzt gleich ganz kurz beginnen, wirklich nur einige wenige Gedanken mir über die Pandemie und die Konsequenzen zu machen. Ich habe den Vortragstitel, der ja lautet Die politische Dimension von sozialer Arbeit, ergänzt für mich selber. Und das möchte ich noch ganz kurz sagen, inwiefern, denn ich habe einen Untertitel gewählt, der lautet Ein Weiter wie bisher darf es nicht geben. In dem Zusammenhang wird es mir zwingend auch darum gehen, und insbesondere auch darum gehen, wenn wir von sozialer Arbeit oder auch der politischen Dimension sozialer Arbeit sprechen,
auf gesellschaftliche Entwicklungen und Verhältnisse in diesem Land einzugehen, aber eigentlich auch weltweit. Aber das kann natürlich jetzt nicht die Aufgabe sozialer Arbeit in Deutschland sein, jedenfalls nicht als erstes. Also die gesellschaftlichen Entwicklungen und Verhältnisse, die für mich in den letzten Jahren immer unerträglicher geworden sind. Ich werde versuchen, deutlich zu machen, und das ist sozusagen auch mein Anliegen als Fachwissenschaftler, als der ich heute auch zu Ihnen spreche, aufmerksam zu machen darauf, wie wichtig es ist, als Sozialarbeiterin oder Sozialpädagogin, ganz unabhängig davon, in welchem Arbeitsfeld ich tätig bin, ein fachwissenschaftliches Verständnis meinem Denken, meinem Handeln, meiner Wahrnehmung und meiner sozialpädagogischen Praxis zugrunde zu legen und in dem Zusammenhang auch zu klären, was eigentlich soziale Arbeit ist oder was eigentlich Kinder- und Jugendarbeit ist. Es geht also so zusammenfassend darum, vielleicht so ein Rahmen für ein Verständnis auch einer kritischen sozialen Arbeit, einer politischen sozialen Arbeit Ihnen anzubieten. Und im Wesentlichen sind viele dieser Überlegungen auch eingeflossen sozusagen in die Entwicklung des Studiengangs, des dualen Studiengangs Soziale Arbeit an dieser Berufsakademie Wilhelmshaven. Ja, ansonsten, bin Vater, glücklicher Vater dreier Söhne, dreier Kinder, und die mir nach wie vor die größte Freude machen und mein Leben ganz wesentlich bestimmen. Also nicht nur der Ärger um die gesellschaftlichen Entwicklungen, sondern eben auch viel Glück zu haben, drei gesunde Kinder zu haben. Die Älteren haben sich allerdings nicht für die soziale Arbeit entschieden, sondern für die Medizin. Aber ich denke, das ist auch ein Beruf, der ehrenwert ist. Und der kleine Lasse, erlebt gerade seine ersten Schulferien, denn er ist erst vor 5 Wochen hier in Bremen eingeschult worden. Aber war auch schon auf 5 oder 6 Fachtagungen zur sozialen Arbeit. Okay, liebe Kollegin, ja, womit soll ich anfangen? Ich habe es gesagt, mit diesen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, das scheint ja schon ein Stück weit normal zu sein, für jeden und jede in den Einkaufsladen zu gehen und maskierte Menschen zu sehen. Ich möchte mal daran erinnern, wie das wohl vor einem Jahr gewesen wäre, wenn man uns erzählt hätte, in einem Jahr werdet ihr in Einkaufsläden nur noch Menschen sehen, die mit Schutzmasken durch die Gegend laufen. Ich glaube, wir alle wären doch wahnsinnig geworden und hätten das gar nicht glauben können. Und nun sind wir aber genau in diesen Zeiten. Und lassen Sie mich das auch schon mal sagen, bei allem Respekt, es ist unverständlich, dass seit einem halben Jahr, in dem wir diese Pandemie ertragen, alle zusammen, im medialen und politischen Diskurs kein Wort darüber verloren wurde, was wohl die möglichen Ursachen dieser Pandemie sind. Und darauf will ich nachher ganz kurz eingehen, also ohne Ihnen jetzt erklären zu wollen, ich bin kein Virologe, woran das liegt, aber ich bin eben auch Sozialwissenschaftler und ich es für immens wichtig erachte, mit diesen Bedingungen, die unmittelbar mit unserer Lebensweise und unserer kapitalistischen Produktionsweise zusammenhängen, zum Thema zu machen. Ja, also was für Zeiten, ich habe es gesagt, katastrophale Zeiten. Das ist eine Katastrophe. Aber ich finde, nicht erst seit Beginn der Pandemie, also hier wurde alles noch mal viel deutlicher, also auch die Ungleichheitsverhältnisse. Das heißt also, wir leben in einer Zeit der Krise, wir leben in einer Zeit der Katastrophe und im Prinzip sind das Entwicklungen, die, wie ich finde, uns laut anschreien, dass es so nicht weitergehen kann wie bisher. Allerdings ist es auch so, dass die Pandemie, so wie ich sie zumindest erlebe, uns doch eigentlich noch viel deutlicher vor Augen führt, wo die ganzen Probleme liegen. Und dass wir alle aufgefordert sind, im Prinzip unsere Augen nicht zu verschließen und so zu tun, als ginge uns diese ganze Entwicklung nicht an, als ginge es nur darum, uns zu beklagen darüber, dass die Kontakte beschränkt werden oder wir nicht in Urlaub fahren können oder wie auch immer. Aber was meine ich damit so, mit diesen Entwicklungen, die ganz unabhängig auch mit der Pandemie und vor allen Dingen auch in den Zeiten vor der Pandemie uns eigentlich hätten beschäftigen müssen, aber die wenigsten machen das. Ne? Ich rede von der globalen Umweltzerstörung. Ich rede von der extremen also Zunahme der Ungleichheit, sozialer Ungleichheit weltweit. Ich rede von Hunger, ich rede von Armut, von Elend.
nicht nur in Deutschland, sondern vor allen Dingen auch in den ausgebeuteten, den abgehängten Ländern und Regionen dieser Welt. Ja. Ich rede von 15.000 Toten unter fünfjährigen Kinder jeden Tag aufgrund von Hunger und aufgrund unheilbarer, Entschuldigung, heilbarer Krankheiten. 15.000 tote Kinder am Tag. Ich rede über weit über 200 Millionen tote Kinder weltweit. Und zwar, das finde ich auch nochmal erwähnenswert, seit Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention sind weltweit über 200 Millionen Kinder gestorben an Hunger oder an sich heilbarer Krankheiten vor ihrem fünften Geburtstag. Ich möchte daran erinnern, an die vielen Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, von den Folgen eben auch von Umweltzerstörung oder von Krieg und Gewalt und Vertreibung oder Ausbeutung und Unterdrückung. Wir alle haben die Bilder von Lesbos oder Moria oder auch aus Mexiko oder aus der Türkei vor Augen. Ich brauche Ihnen das nicht zu erzählen. Viele tausend geflüchtete Menschen, nach wie vor hilflos ertrunken im Mittelmeer. Hunderttausende nach wie vor eben eingepfercht in Lagern, die eigentlich totale Institutionen sind, an den Grenzen Europas und auch an den Grenzen Amerikas. Zunahme sozialer Ungleichheit, wo wir hingucken. Zunahme von Armut weltweit, europaweit und deutschlandweit. Ja. Gerade auch bezogen auf Deutschland. Zunahme steigender Kinderarmut. Auch hier Armut alleinerziehender Mütter vor allen Dingen, aber nicht nur, Armut alter Menschen. Und hinzu kommt ein unerträglicher Populismus, und da muss ich nicht nur in die USA gucken. Ein autoritärer Populismus, auch in Europa. Nationalismus, Rassismus, Sexismus, weltweit, europaweit, deutschlandweit. Also, was sind das für Zeiten, in denen wir jetzt infolge dieser ja, oder drohender oder bereits für einige eingetretener gesundheitlicher oder wirtschaftlicher Betroffenheit durch die Pandemie und ganz auf einmal entweder laut, hörbar oder leise Solidarität einfordern, ne? Oder zu Solidarität oder zu solidarischem Handeln aufgerufen werden. Jeder bedient sich dieses Begriffes, jeder fordert sie ein, auch die Kirchen. Oder die Bundesregierung oder die Landesregierungen und die Unternehmen, die Unternehmensverbände, natürlich auch die Gewerkschaften und die öffentlichen Träger und die Wohlfahrtsverbände. Als ich vorgestern den Söder, den bayerischen Ministerpräsidenten, ich war es, glaube ich, im Heute-Journal hörte, jedes zweite Wort war Solidarität. Aber keiner begreift eigentlich, was damit wirklich gemeint sein könnte oder was das ist. Solidarität sollen wir zeigen, ja, gegenüber alten Menschen, gegenüber Risikogruppen, ne, indem wir alle unsere Kontakte einschränken oder noch besser, indem wir uns oder die alten Menschen isolieren. Solidarität, gegenüber Angehörigen, das ist ja auch so ein neuer Begriff, systemrelevanter Berufe. Dazu gehört wohl auch mittlerweile angeblich die soziale Arbeit, worüber sich vortrefflich, diskutieren ließe, ob ich systemrelevant sein möchte. Ja, also Solidarität gegenüber Angehörigen dieser Berufsgruppen. Aber man muss auch dazu sagen, Berufsgruppen, die uns bis dahin doch im Prinzip einen Dreck interessiert haben, lassen Sie mich das mal so deutlich sagen, solange sie zuverlässig und billig waren. Solidarität mit jenen, zumeist Frauen, die im Care, also im Sorgebereich, unbezahlt oder unterbezahlt und obendrein ohne Anerkennung und ohne Wertschätzung tätig sind und doch bis zum heutigen Tage im Gesundheitswesen unter anderem oder im Pflegebereich schamlos ausgenutzt und ausgebeutet werden oder auch im familiären Bereich nach wie vor mehr oder weniger dazu gezwungen oder auch genötigt werden, entsprechend tätig zu sein. Solidarität auch mit dem Einzelhandel, ne? Mit der Gastronomie. Verstehe ich auch. Immer verbunden mit der Bitte, mehr zu konsumieren. Ja, Solidarität, und das ist ja auch besonders ekelig, das sage ich auch als Fan von Werder Bremen. Ja, unbegreiflich, wie man Solidarität mit Bundesliga-Vereinen
einfordern kann. Und dann hier in Bremen war das so in anderen Städten ähnlich so verbunden mit der Bitte, doch als Kunde, als Fan, möglichst auf Rückzahlungsforderungen von bereits gekauften Eintrittskarten zu verzichten. Solidarität, Solidarität, ja. Und im Wesentlichen Solidarität mit der Funktion, wie ich finde, nämlich eine Art Kit zur Verfügung zu stellen, also ein Kit, der die Gemeinschaft, also unsere Gesellschaft zusammenhalten soll und im Prinzip mehr oder weniger jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns in die Pflicht nehmen soll und immer auch verbunden, Tag ein, Tag aus mit Appellen, dass wir uns zu fügen haben und alles zu ertragen haben, womit wir konfrontiert werden. Aber ich sage es noch einmal, weil ich das so gravierend und skandalös finde, mit den eigentlichen Bedingungen dieser Pandemie, nicht nur dieser Pandemie, und all den Bedingungen und Lebensbedingungen, die ich gerade referiert habe, wird sich in der Öffentlichkeit nicht auseinandergesetzt. Am Rand natürlich, in bestimmten Zirkeln, da passiert das. Aber im öffentlichen, im medialen und vor allem auch im politischen Diskurs ist von all dem nichts zu hören. Ja. Millionen Menschen, jetzt, die auch in Zeiten der Pandemie ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit agieren müssen. Nach wie vor viele Menschen, um ihre Jobs zittern müssen. Selbstständige bangen um ihre Zukunft. Das verstehe ich auch alles. Ne? Und zugleich werden, und das ist doch das Perverse an der ganzen Sache, und ich finde, es ist auch wirklich deutlich, dass wir alle irgendwann auch mal langsam anfangen, entsprechende Vokabeln zu benutzen, nicht um einen heißen Brei zu reden, nur alles irgendwie schön zu reden. Ne? Zugleich, wie immer mehr Menschen arm werden und die Ungleichheitsverhältnisse immer unerträglicher werden, werden zugleich die Reichen und Superreichen, das war jetzt vor ein paar Tagen erst in den Tageszeitungen nachzulesen, die Milliardäre, reicher, immer reicher, immer reicher. Wir haben auch in Deutschland ein großer Teil, nach wie vor, nämlich nicht nur die Unterprivilegierten in Anführungszeichen, auch die Mittelschichten, alle zunehmend Anstrengungen zu unternehmen, um im wahrsten Sinne des Wortes zu überleben und nicht unterzugehen, sondern. Naja, also trotz aller Solidaritätsrhetorik sind Einzelne und sind Familien, übrigens wie auch vor der Pandemie, ne, immer, immer mehr zuallererst auf sich selber verwiesen. So. Also diese Rhetorik so vom jeder ist seines Glückes Schmied und um die Selbstsorge, um sich selber zu kümmern. Ja, und davon kann auch meines Erachtens so eine lächerliche Mehrwertsteuersenkung oder eine auf wenige Monate befristete Erhöhung des Kindergelds nicht ablenken. Die Menschen sind auf sich verwiesen. Ja, denn diese Gesellschaften, auch da erzähle ich Ihnen sicherlich nichts Neues. Unsere Gesellschaft, aber nicht nur unsere, aber jetzt geht es ja um unsere Gesellschaft, lebt überwiegend und zunehmend wie andere gesellschaftlichen Kontexte auch mit den Folgen des Glaubens an Wettbewerb und Konkurrenz. Das sind so die Maximen, an denen wir uns alle zu orientieren haben. Und das bedeutet immer auch in Kauf zu nehmen, auch das gerät in Vergessenheit, in Kauf zu nehmen oder sogar auch zu beabsichtigen, die Eliminierung, die Vernichtung des anderen, ne, der Wettbewerber oder der Konkurrenten. All das bedeutet das. Ja, und wer nicht mithalten kann, was ist die Rhetorik, mit der wir konfrontiert werden? Also nicht erst mit Einführung von Hartz IV, nicht nur mit der Entwicklung eines aktivierenden Staates, aber da erst recht. Ne? Wer nicht mithalten kann, ist selber schuld. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ne? Wir leben nun mal in einer Leistungsgesellschaft, in einer Wettbewerbsgesellschaft. Ne? Und jeder hat doch die Möglichkeit, in sein eigenes Humankapital zu investieren und fleißig zu sein. Und wer nicht mithalten kann, also die Leistungsschwachen, in Anführungszeichen natürlich, die Verliererinnen, sie verlieren auch ihre Ansprüche der Teilhabe und Teilnahme. Diese Versager, in Anführungszeichen, verstehen Sie mich bitte richtig, ja. Diese Versager sind ja, zu aktivieren, sie sind zu fördern. Sie sind zu fordern und sie natürlich auch zu disziplinieren und sanktionieren, so wie das in der gesellschaftlichen Praxis auch passiert.
Ja, also strukturelle Faktoren, also darüber hinaus die Privilegien der ohnehin Begüterten, ja, die Privilegien kapitalistischer Eliten, Ungleichheitsverhältnisse, insbesondere auch, lassen Sie mich das sagen, nach wie vor das Geschlechterverhältnis. Ne? All das interessiert nicht und es wird auch nicht thematisiert. Und genauso wenig wird thematisiert oder werden thematisiert, ich habe es ja gerade gesagt, die möglichen oder wahrscheinlichen Ursachen der Covid-19-Pandemie. Also wie gesagt, ich bin kein Virologe, kein Biologe, aber als Sozialwissenschaftler, ich gehe noch weiter, als Bürgerin sind wir dazu aufgefordert, uns eben genau mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und was ich lese und was ich höre, woran es liegen könnte, das kann auch nicht überraschen, wenn davon gesprochen wird von der neoliberalen Globalisierung oder der kaum noch aufzuhaltenden Umweltzerstörung oder der industriellen Massentierhaltung. Wen interessiert es? Oder auch, um das deutlich zu machen, dass es nicht nur darum geht, jetzt irgendwie die da oben oder nur die kapitalistischen Eliten, denen es um Profit geht, an den Pranger zu stellen, das auch. Aber sich mit sich selber zu beschäftigen, mal der Frage nachzugehen, inwiefern eigentlich unser eigenes Konsumverhalten und unser, ja, grundsätzlich unsere Lebensweise eigentlich mit der Entstehung dieser Pandemie zusammenhängen. Und ich bin sicher, dass das der Fall ist und dass wir alle aufgefordert sind, ich habe es ja anfangs gesagt, deswegen der Untertitel, nicht so weiterzumachen wie bisher, sondern sich mit all diesen Bedingungen, Beschränkungen und Zumutungen auseinanderzusetzen und da, das sage ich jetzt schon mal vorweg, gemeinsam und dann tatsächlich solidarisch andere Produktionsweisen, Lebeweisen, Lebensweisen, andere Verhältnisse zu erstreiten. So. Naja, ich möchte meinen Blick jetzt noch mal ganz kurz wenden, weil es mir eben auch um Politisierung in der sozialen Arbeit geht. Und um deutlich zu machen, dass kritische soziale Arbeit immer auch bedeutet, nicht Dienstleisterin zu sein, ja, oder Erfüllungsgehilfe sowieso nicht, sondern selbstbestimmt und selbstbewusst sich selbstverständlich mit den Menschen, mit denen wir es zu tun haben, auseinanderzusetzen, mit ihnen uns zu befassen. In Interaktionsprozessen, in Unterstützungsprozessen, in Bildungsprozessen. Ne? Und darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen. Aber es gilt eben auch, sich mit den Bedingungen des Lebens in dieser Gesellschaft zu befassen. Und das heißt eben auch, immer wieder sich mit Analysen, mit Deutungsangeboten aus den Sozialwissenschaften auseinanderzusetzen, die nämlich genau das alles, worum es mir geht, eine Auseinandersetzung mit Ungleichheitsverhältnissen, mit Ausgrenzungsprozessen zum Thema zu machen. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, das zu tun. Eine Möglichkeit, die vor allen Dingen auch öffentlich zugänglich ist, sind seit Jahren zum Beispiel die Gutachten des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, die Gutachten zur sozialen Lage in Deutschland. Und im Prinzip sind seit Jahren diese Gutachten, kommen sie zu ähnlichen Ergebnissen. Ja? Zum Beispiel, dass die soziale Spaltung in Deutschland seit vielen Jahren zunimmt oder dass Armut sich verfestigt hat und kontinuierlich gestiegen ist in den letzten Jahren. Dass eine große Anzahl von Menschen nach wie vor und immer mehr von der Wohlstandsentwicklung abgekoppelt werden. Dass Arbeitslosigkeit und vor allem auch Langzeitarbeitslosigkeit auf einem hohen Niveau stagniert. Dass prekäre Arbeitsverhältnisse zunehmen und geringfügig beschäftigte Arbeitsverhältnisse zunehmen, übrigens auch in der sozialen Arbeit. Zudem sozialstaatliche Leistungen und Errungenschaften werden zurückgefahren, ne, oder sie werden privatisiert. Ja, und was besonders offensichtlich ist, und auch das wird immer wieder referiert und darauf wird deutlich gemacht, und ich finde es wirklich ekelig, teilweise, ich komme gleich noch auf ein paar Daten, wie sehr die Einkommens- und Vermögensungleichheit weltweit, aber eben auch in Deutschland in den letzten Jahren zugenommen hatte. Also es geht, wie gesagt, darum, sich mit diesen Entwicklungen, gesellschaftlichen Entwicklungen auseinanderzusetzen und anhand der Auseinandersetzung mit diesen Entwicklungen, insbesondere was Armut und dergleichen anbelangt,
was Arbeitslosigkeit anbelangt, was die Entwicklung bezogen auf soziale Ungleichheit anbelangt, sich damit reflexiv zu befassen. Und der Hintergrund, dass ich das sage, ist der, dass ich der Auffassung bin, dass die Auseinandersetzung mit diesen Entwicklungen im Prinzip in der sozialen Arbeit in Deutschland überhaupt gar keine Rolle spielt und eigentlich im Prinzip in den letzten Jahren oder Jahrzehnten keine Rolle gespielt hat. Und deswegen ist es für mich wichtig, solche Entwicklungen aufzuzeigen, um deutlich zu machen, wie viele Anlässe wir eigentlich haben, um uns mit diesen Dingen zu befassen. Und es geht mir natürlich auch vor allen Dingen darum, deutlich zu machen, dass es wichtig ist, dass soziale Arbeit sich diesbezüglich zu positionieren hat. Also, meines Erachtens muss es darum gehen, ich kann jetzt einen kleinen weiteren Schritt machen. Meines Erachtens muss es also darum gehen, zu verstehen, dass gerade soziale Arbeit sich für die gesellschaftlichen, die Bedingungen, Strukturen und Entwicklungen, aber eben auch für dominierende Wissensbestände, die nämlich immer sozialpädagogischer Praxis zugrunde liegen, nicht nur zu interessieren hat, sondern sich mit diesen auseinanderzusetzen hat. Das heißt also, dass im Prinzip soziale Arbeit diese unerträglichen gesellschaftlichen Verhältnisse zum Gegenstand der Kritik und der Veränderungen zu nehmen hat. Und es geht im Prinzip nicht darum, was häufig missverstanden wird, zu glauben, wenn solche Forderungen aufgestellt werden, dass es die Aufgabe sozialer Arbeit sei, die Welt zu verändern. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, im Prinzip ein Verständnis davon zu entwickeln, von sozialer Arbeit als politische Profession. Und das ist für die soziale Arbeit, und jetzt komme ich zum nächsten Schritt, in der Tat eine große Herausforderung. Vor allem vor dem Hintergrund, wenn wir in Rechnung stellen wollen, dass soziale Arbeit in ihrem Handeln von Beginn an bis zum heutigen Tag orientiert war im Prinzip an staatlich vorgegebenen Ordnungsmodellen. Das heißt also, soziale Arbeit hatte immer die Aufgabe, gesellschaftliche Ordnung zu reproduzieren oder die Menschen sozusagen auf die Verhältnisse, in denen sie leben, zu eichen, in diese zu integrieren. Und das ist wichtig gleich für die Frage, die Beantwortung der Frage, ob soziale Arbeit überhaupt politisch sein kann. Das sage ich deswegen, weil es zuallererst der Staat war, dessen rechtlicher, dessen normativer Rahmen seit jeher den Handlungsspielraum sozialer Arbeit begrenzt hat. Aber auf der anderen Seite war es eben seit jeher soziale Arbeit, die sich sozusagen in diesem Rahmen, der ihr vom Staat und Politik vorgegeben wurde, also in diesen gesellschaftlichen Kontext hat einbetten lassen, widerspruchslos quasi. Und das ist von daher wichtig für die Beantwortung der Frage, dass wir wissen, dass soziale Arbeit im Prinzip seit jeher selbst Teil einer staatlich-politischen Ordnung war, einer staatlich-politischen Ordnung des Sozialen, der es immer und zuallererst um wirtschaftliche, um nationalstaatliche Interessen ging in einer globalisierten Ökonomie und weniger um die Bedürfnisse der Menschen. Und ich werde gleich noch konkreter, aber das ist wichtig, das zu verstehen. Das heißt, die Frage, die daraus resultiert für mich oder für alle, ist soziale Arbeit eigentlich politisch oder darf sie das sein? Dass diese Frage sich vor diesem Hintergrund, den ich gerade referiert habe, von ganz alleine beantwortet. Das heißt, Staat, Politik und soziale Arbeit waren und sind seit jeher miteinander verbunden, also unauflöslich oder anders ausgedrückt. Soziale Arbeit ist eine politikimmanente Form staatlicher Praxis. Und zwar heißt das in der Konsequenz, dass soziale Arbeit immer politisch ist. Also egal, ob sie das in Rechnung stellt oder nicht, sofern sie sagt, ich integriere euch in eine Gesellschaft, agiert soziale Arbeit politisch. Was soziale Arbeit allerdings, und zwar egal in welchem Arbeitsfeld, auch in der Kinder- und Jugendarbeit, zu klären hat, ist also nicht, ob soziale Arbeit politisch ist, also ob sie politisch ist. Zu klären ist vielmehr ihr fachwissenschaftliches Verständnis, und darauf komme ich jetzt zu sprechen, weil das so immens wichtig ist. Also zu klären ist das fachwissenschaftliche Verständnis und in der Folge auch das politische Selbstverständnis. Oder noch deutlicher, Voraussetzung für eine selbstbestimmtere, auch eine politische soziale Arbeit ist meines Erachtens kontinuierlich die Klärung des eigenen theoretischen und fachwissenschaftlichen Verständnisses. Ja, und dabei geht es um ganz banale Fragen, was soziale Arbeit zum Beispiel ist.
Oder bezogen auf die Jugendarbeit. Was ist eigentlich Jugendarbeit? Wer kann unter Bezugnahme auf Theorie diese Fragen tatsächlich beantworten? Und das Problem ist, dass wenn diese Fragen nicht beantwortet werden, also theoretisch in der Lage zu sein, unter Bezugnahme auf ein fachwissenschaftliches Verständnis, was ist soziale Arbeit, was ist Kinder- und Jugendarbeit, dann wird im Prinzip das geschehen, was seit Jahren immer wieder geschehen ist, dass nämlich politische, deutungsmächtige Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen soziale Arbeit sagen, was sie zu tun haben. Also zum Beispiel bezogen auf die pädagogische Praxis, die Menschen, die auffällig sind, die renitent sind, die sich abweichend verhalten, diese Menschen quasi pädagogisch zu beglücken, sozialpädagogisch zu bearbeiten und auf die Werte und Normen dieser Gesellschaft hin zu verpflichten. Ja. Das heißt, das sind alles Aspekte, die immens wichtig sind und die meines Erachtens nicht nur reflektiert werden müssen, sondern für die Entwicklung eines politischen Verständnisses sozialer Arbeit zugrunde zu legen sind. Und ja, ich werde gleich noch ein bisschen konkreter, aber ich bleibe dabei. Wir können die Frage nur beantworten, wie sowas in der sozialpädagogischen Praxis dann quasi zu operationalisieren oder transferieren ist, wenn man diese fachwissenschaftlichen Aspekte zum Thema macht, dann könnten wir, das sage ich mal in aller Deutlichkeit, auch darauf verzichten. Das heißt also, gemeint ist meines Erachtens ein theoretisch begründetes, ein kritisch-reflexives Selbstverständnis als unabdingbare Grundlage für sozialpädagogische Praxis, aber natürlich auch für die Lehre in der sozialen Arbeit. Und unter diesen Voraussetzungen, lassen Sie mich das auch schon mal sagen, unter diesen Voraussetzungen halte ich soziale Arbeit in der Tat für eine der anspruchsvollsten Professionen, also ein Attribut, was ihr regelmäßig eben nicht zugestanden wird und teilweise auch zu Recht. Also soziale Arbeit als eine anspruchsvolle Profession, und zwar insbesondere, weil sie es auch mit Menschen zu tun hat, weil sie es mit Subjekten zu tun hat und ihren unterschiedlichen Perspektiven und ihren Willen und Bedürfnissen und ihren Lebenslagen und Lebensentwürfen. Weil es soziale Arbeit eben zu tun hat mit verschiedenen Funktions- und Aufgabenzuweisungen, die ihr quasi zugeschrieben werden aus dem Bereich der Politik oder aus dem Bereich des Staates. Das sind also alles Aspekte, die für ein Verständnis, ein theoretisch fundiertes Verständnis für soziale Arbeit immens wichtig sind. Aber lassen Sie mich eins sagen noch dazu. Auch das ist etwas, womit sich jeder Sozialpädagoge und jede Sozialarbeiterin auseinanderzusetzen hat. Und das sind Fragen, die möglicherweise unbequem sind oder auch Antworten provozieren, die nicht allen gefallen werden. Das heißt, wenn wir voraussetzen, dass auch für eine politische soziale Arbeit ein fachwissenschaftliches Verständnis, ein fachwissenschaftliches Selbstverständnis unerlässlich ist, dann bedeutet das auch die Frage zu stellen, in welchen sozialpädagogischen Handlungsfeldern und Institutionen das eigentlich anzutreffen ist. Das sage ich vor dem Hintergrund, dass es viele Hinweise gibt, die befürchten lassen, dass gerade sozialpädagogische Praxis in vielen Arbeitsfeldern, also auch in der Kinder- und Jugendarbeit, tatsächlich häufig theorielos ist oder sogar konzeptionslos agiert, wo die Frage zu stellen ist, wie soll denn da eigentlich eine politische Praxis stattfinden? Und darüber hinaus ist es für mich auch immer wieder bemerkenswert, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen, die im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zum Beispiel tätig sind, also nicht nur nicht Bezug nehmen können auf sozialpädagogische Theorie, sondern ebenfalls keine Kenntnis haben, zum Beispiel über die rechtlichen, normativ-rechtlichen Programmsätze des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Und das sage ich auch vor dem Hintergrund, dass wenn ich beispielsweise blicke in die Leitnormen des Paragraphen 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, also des SGB 8, wenn ich da einen Blick wage, dann werde ich feststellen, dass dort der Bundesgesetzgeber, so sehr man auch über das gesamte Gesetzwerk kritisch nachdenken kann, zumindest im Paragraph 1, aber auch im Paragraph 11 beispielsweise, der die Kinder- und Jugendarbeit regelt, eine politisch-fachliche Maxime formuliert hat, wonach die Kinder- und Jugendhilfe immer mit Blick auf das Wohl des Kindes, wohlgemerkt, dazu beizutragen hat, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Oder die Kinder- und Jugendhilfe, also auch die Kinder- und Jugendarbeit, dazu beizutragen hat, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Ja, das heißt also, womit wir hier aufgefordert sind, es geht ja erstmal um eine fachliche Begründung politischen Handelns
in der sozialen Arbeit und in der Kinder- und Jugendarbeit. Das heißt, dass wir alle im Prinzip aufgefordert sind, hier eine offensive Kinder- und Jugendhilfe, das heißt eine Kinder- und Jugendhilfe, die schon immer sich die gesellschaftlichen Ursachen der Lebensprobleme und der Schwierigkeiten junger Menschen zu eigen gemacht hat, zu versuchen zu realisieren. Ja? Und das sind Sachen, die, und ich kann mich da nur wiederholen, das sind Sachen, die von den Kollegen und Kolleginnen der sozialpädagogischen Praxis unbedingt zu fordern sind, das tun zu können, weil du kannst pädagogische Praxis nicht aus dem Bauch heraus oder auch eine politische Praxis aus dem Bauch heraus formulieren, wenn du nicht dazu in der Lage bist, dein eigenes Handeln, dein eigenes Denken zu beziehen auf ein Professionsverständnis, das meines Erachtens nur resultieren kann aus einem solchen theoretischen Verständnis und letztlich eben auch aus einem solchen normativ-rechtlichen Verständnis. Ich komme jetzt mal zu Kinder- und Jugendarbeit, um das deutlich zu machen. Also allgemein als Vertreter einer kritischen sozialen Arbeit, die, und das möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, weil es so wichtig ist, als Vertreter einer einer sozialen Arbeit, die sich kritisch reflexiv nennt und deren Bemühen zwingend und zuallererst darin zu sehen ist, das eigene Denken, die eigene Begründung, das eigene Handeln theoretisch zu fundieren. Eine solche kritisch-reflexive soziale Arbeit ist im Prinzip zugrunde zu legen, ein solches Verständnis auch für die Kinder- und Jugendarbeit, im Prinzip für alle Arbeitsfelder der sozialen Arbeit. Und wenn ich sage, ich meine damit auch eine kritische Pädagogik in der Kinder- und Jugendarbeit, eine politische Kinder- und Jugendarbeit, die theoretisch zu orientieren ist, dann lehne ich mich an Überlegungen an von zahlreichen Autoren, von Albert Scherbis, Klaus Mollenhauer oder Wolfgang Kendler oder, die nämlich von einer subjektorientierten oder einer emanzipatorischen Kinder- und Jugendarbeit sprechen, die es zu realisieren gilt. Also noch einmal, als Grundlage für die sozialpädagogische Praxis, dass es um eine Kinder- und Jugendarbeit geht, die Kinder, die Jugendliche, die Heranwachsende, aber auch ihre Familie nicht als zu bearbeitende Objekte behandelt, so wie das häufig der Fall ist, sondern eben als Subjekte begreift und deswegen auch Subjektorientierung, die dazu in der Lage sind, sich zu den materiellen oder überhaupt zu den Gegebenheiten ihres Lebens als handelnde, selbstbewusste Akteure in Beziehung zu setzen. Dazu gehört aber auch eine Kinder- und Jugendarbeit, der es in der sozialpädagogischen Praxis meines Erachtens immer darum gehen muss, Bildungsprozesse zu ermöglichen, und zwar Bildungsprozesse in Richtung auf eine selbstbewusstere, auf eine selbstbestimmtere, eine solidarische Lebenspraxis. Ja? Und im Kontext so verstandenen Bildungsarbeit, gerade in der Kinder- und Jugendarbeit, aber nicht nur dort, denn Bildung findet in allen Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit statt, aber gerade im Kontext einer so verstandenen Bildungsarbeit wird Bildung, und so hat es Albert Scheer beispielsweise formuliert, als eine von mehreren Dimensionen im Prozess der Subjektwerdung verstanden, in der unter anderem sowas wie Selbstreflexion oder Aneignungsprozesse, auch von Wissen und von Kompetenzen, eigene Erfahrungen und auch der Stärke ermöglicht werden. Und jetzt kommt das. Und da sehe ich nicht meine Aufgabe übrigens. Vielleicht haben wir uns dann da falsch verstanden, aber ich sehe nicht meine Aufgabe darin, ich hoffe, das sind nicht die Erwartungen der Zuhörerinnen. Ich sehe nicht meine Aufgabe darin, Ihnen zu sagen, wie Sie Ihre sozialpädagogische Praxis zu machen haben. Meine Aufgabe sehe ich darin, deutlich zu machen, dass es wichtig ist, erstens sich im Kontext sozialer Arbeit und im Kontext von Kinder- und Jugendarbeit nicht nur politisch zu positionieren, sondern in die Lage zu versetzen, angeben zu können, warum ich was mache. Und das kann nur unter Bezugnahme auf solche theoretischen, bildungstheoretischen, demokratietheoretischen Überlegungen der Fall sein. Und ich möchte noch etwas sagen, also das nur als einen Hinweis. Diese theoretischen Überlegungen, die ich jetzt nur ansatzweise versuche, Ihnen schmackhaft zu machen oder deutlich zu machen, wie wichtig sie sind. Diese oder auch andere theoretischen Maximen gilt es dann natürlich in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit oder auch in Einrichtungskonzeptionen bedarfsgerecht oder bedürfnisgerecht zu operationalisieren. Das heißt, hinunter, also klein zu arbeiten, quasi als konkrete Ziele und methodisch
didaktische Vorgehensweisen auszuweisen, zu formulieren, und zwar immer gemeinsam, auch mit den Nutzerinnen, das heißt mit den Kindern und mit den Jugendlichen da. Und diese theoretischen Maximen, die finden also meines Erachtens eben keineswegs nur Eingang in Angebote, wie das häufig fälschlicherweise verstanden wird, in Angebote der politischen Jugendarbeit, sondern diese Maximen, die sich auf Theorie kritischer sozialer Arbeit oder kritischer Bildung sozusagen berufen, diese Maximen gilt es beispielsweise grundsätzlich so im Rahmen von Interaktionsprozessen und Kommunikationsprozessen in der Pädagogik zu realisieren. Und das heißt nicht nur politische Bildungsarbeit, das heißt Beziehungsarbeit mit Kindern, mit Jugendlichen. Das heißt im Spielen, im Sport, im Basteln, aber auch natürlich zum Beispiel im Rahmen erlebnispädagogischer Projekte. Und ich, wie gesagt, mir geht es dabei gut und ich stehe dazu. Ich bin hier nicht zu Ihnen gekommen, um Ihnen zu sagen, wie Sie was zu tun haben, sondern mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und ich sehe Ihre Aufgabe, sofern Sie Praktiker und Praktikerinnen sind, ich sehe Ihre Aufgabe darin, auch natürlich gemeinsam mit mir oder anderen Kollegen, Kolleginnen immer wieder aufs Neue zu überlegen, okay, wenn ich jetzt quasi eine theoretische Matrix habe, wenn ich eine Vorstellung davon habe, wie umfassend eine professionelle soziale Arbeit zu realisieren ist, welche Dimensionen und Aspekte zu berücksichtigen sind, was Politik und Politisierung in der sozialen Arbeit eigentlich bedeutet. Wenn ich weiß, dass gerade bezogen auf Überlegungen einer kritischen Pädagogik, auch in der Kinder- und Jugendarbeit, dass es da um Maximen wie Selbstbestimmung und Mündigkeit und Emanzipation gehen muss, dann ist es nicht meine Aufgabe, irgendjemandem zu erzählen, wie er oder sie das in der Praxis zu operationalisieren, zu realisieren hat. Und zwar ganz alleine schon aus dem Grunde, weil sich pädagogische Praxen in allen Arbeitsfeldern, in allen Institutionen immer wieder unterscheiden, gravierend unterscheiden. Das heißt, das Prinzip, ich nenne das mal so, diese theoretischen, wissenschaftstheoretischen Parameter, die Ihnen angeboten werden, zur Grundlage genommen werden, um in einzelnen Teams, in einzelnen Arbeitsfeldern, bei einzelnen Trägern, in einzelnen Organisationen und Institutionen realisiert zu werden. Und das muss immer wieder aufs Neue überprüft werden und verändert und weiterentwickelt werden. Zum Schluss, ja. Also ich kann mich da nur wiederholen, dass im Mittelpunkt unseres Handelns als Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen immer das Bestreben um eine fachlich fundierte sozialpädagogische Praxis stehen muss. Und das bedeutet in der Konsequenz immer das Bemühen um die Bezugnahme oder die Entwicklung eines eigenen theoretischen Selbstverständnisses. Ich sage das noch einmal in aller Deutlichkeit. Meine Erfahrungen in der sozialpädagogischen Praxis, das mag bei dem einen oder anderen anders sein. Meine Erfahrungen sind die, dass die wenigsten Kollegen und Kolleginnen, die auch seit Jahren teilweise in der sozialpädagogischen Praxis tätig sind, und zwar nicht nur in der Kinder- und Jugendarbeit, sondern in fast allen Arbeitsfeldern, regelmäßig dazu nicht in der Lage sind, das angeben zu können, theoretisch fundiert, was sie machen, warum sie was machen, warum sie politisch sind oder warum sie nicht meinen, politisch sein zu können. Und dass das sozusagen die Grundlagen einer Auseinandersetzung sind und nur auf dieser Basis kann es gelingen, überhaupt von Professionalität zu sprechen. Da, noch was dazu. Dass es einiger Anstrengungen bedarf, also damit sich soziale Arbeit, also insbesondere auch in der Kinder- und Jugendhilfe oder in der Kinder- und Jugendarbeit, überhaupt im öffentlichen oder kommunalen oder auch im medialen oder kommunalpolitischen Diskursen Gehör verschaffen. Das liegt, also dass es einer Menge Anstrengungen bedarf. Das liegt meines Erachtens zuallererst daran, dass soziale Arbeit in diesen Diskursen regelmäßig überhaupt gar nicht vernehmbar ist. Niemand rechnet doch mit der sozialen Arbeit. Niemand rechnet mit der sozialen Arbeit. Höchstens vereinzelt oder kaum hörbar. Und zwar nur dann, wenn es vielleicht um eigene Interessen geht oder um die Belange des eigenen Trägers oder die Belange der eigenen Institution oder des eigenen Arbeitsplatzes. Und in der sozialen Arbeit ist es meines Erachtens nicht anders als in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, denn statt Solidarität untereinander dominiert insbesondere auch trägerübergreifend in den sozialarbeiterischen Praxen doch regelmäßig eher Konkurrenzdenken. Und mir geht es eben darum, deutlich zu machen, diese Relationen umzukehren
Und meines Erachtens ist das nur möglich, ich wiederhole mich da, weil das so wichtig ist, in der unter Bezugnahme oder in Bezugnahme auf solche theoretischen Deutungsangebote. Und wenn wir das nicht machen können, dann würde ich fast sogar sagen, ich mache mir damit nie Freunde, aber ich sage das in aller Deutlichkeit, dann können wir auch auf die akademische Ausbildung von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen verzichten. Und größtenteils passiert das ja auch schon. Da kannst du in die sozialpädagogische Praxis gehen und im Prinzip gar nicht feststellen, wer da nun einen akademischen Abschluss hat oder Erzieher oder Erzieherin ist oder vielleicht ehrenamtlich arbeitet. So, Punkt. Das ist meine Auffassung. Und lassen Sie mich ganz zum Schluss noch, ich bin jetzt auch gleich fertig, dann können wir ins Gespräch kommen. Wenn Sie Interesse haben, heißt das natürlich. Ich möchte Ihnen zum Schluss ein Zitat vortragen, das ich in der letzten Zeit häufiger verwende, weil ich das so enorm gut formuliert und als Aufforderung verstehe für uns alle, aber vor allem auch Möglichkeiten aufzuzeigen. Und übrigens über diese Möglichkeiten können wir gerne gleich, deswegen bin ich auch da, miteinander ins Gespräch kommen. Ja. Also, es ist ein Zitat, das von einem amerikanischen Kommunikationswissenschaftler in einem Vorwort zu einem Buch von Noam Chomsky, diesem Sprachwissenschaftler Noam Chomsky, formuliert hat. Und dieser Mann heißt Robert McChesney und er hat Folgendes geschrieben und danach ende ich dann auch mit meinem Beitrag. Er sagt, oder er schrieb besser gesagt, dass angesichts der technologischen Möglichkeiten zur Verbesserung der Lage der Menschheit die Behauptung, es gebe keine überzeugende Alternative zu dem Status quo unserer Gesellschaft besonders befremdlich erscheinen muss. Er sagt, es lässt sich zwar nicht sagen, also wie eine lebensfähige oder eine freie oder eine humane postkapitalistische Ordnung errichtet werden kann, hat auch schon die bloße Vorstellung einer solchen Gesellschaft etwas Utopisches. Aber jeder Fortschritt in der Geschichte von der Abschaffung der Sklaverei und der Errichtung der Demokratie bis zur offiziellen Beendigung der Kolonialherrschaft wurde irgendwann einmal für unmöglich gehalten. Und dann weiter. Noam Chomsky erinnert daran, dass viele demokratische Rechte und Freiheiten durch organisierte politische Aktivität erkämpft worden sind. Selbst wenn eine postkapitalistische Gesellschaft unerreichbar erscheint, wissen wir, dass politisches Handeln die Welt, in der wir leben, humaner gestalten kann. Warum also sollte es unmöglich sein, eine offene Gesellschaft anzustreben, deren politische Ökonomie und Kooperation, also auf Kooperation, auf Gleichheit, auf individueller Freiheit und Solidarität beruht? Vieles hängt davon ab, wie wir die vielen reagieren und uns organisieren, wie wir handeln gemeinsam. Wenn man also mit Chomsky zu sprechen die Veränderung zum Besseren für unmöglich hält, dann wird es sie auch nicht geben. Wir haben die Wahl. So viel dazu. Und ich bin jetzt gespannt auf Ihre Fragen. Wenn Sie andere Erwartungen hatten, dann, wie gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber vielleicht können wir trotzdem gemeinsam ins Gespräch kommen und ich versuche dann Ihre Fragen zu beantworten. Und ja, dann werden wir mal schauen, was dabei rauskommt.